Ja, moin Leute, ich bin Toffer vom Kanal Toffer BUS. Herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Und wie der Titel es schon erahnen lässt, geht es heute um mein Kochgeschirr. Und zwar, ja, das ist es. Und jetzt denkt sich der ein oder die andere, Mensch, das ist ganz schön viel. Aber ich muss das Video einmal so ein bisschen unterteilen. Einmal für Mehrtagestouren, dann sieht es ungefähr so aus und wiegt, ich schätze mal, ein Kilo ungefähr. Oder ob ich jetzt einen Tag alleine unterwegs bin oder ob ich mit mehreren Leuten unterwegs bin. Das kommt immer drauf an, je nachdem packe ich das alles. Aber das Grundprinzip ist eigentlich immer gleich. Und zwar, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, zum Beispiel mit mehreren Leuten, dann habe ich hier den 2,5 Liter Topf von Tatonka dabei. Und da passen nicht nur Gewürze rein und sämtliches anderes Nahrungsmittel, Fleisch, Gemüse und so weiter, sondern es passt auch wunderbar der Gaskocher mit dem dazugehörigen Zubehör mit hinein. Und damit das alles nicht so ganz doll klappert, habe ich hier so eine kleine Schaumstoffmatte zurechtgeschnitten. Das ist eine Thermounterlage aus dem Zoo, aus dem Tierzubehörladen. Kriegst du recht günstig und kannst du so zuschneiden, wie du willst. Ich habe das gleichzeitig auch noch als Deckel gemacht. So, das leidige Thema hier in Berlin. Ganz viel Flugzeuglärm, deswegen musste ich immer kurz unterbrechen. Also wie gesagt, einmal ringsherum, passt wunderbar. Und dann nochmal unten als Fach rein. Und dann klimpert hier auch nichts drumherum. Ansonsten, dieses mache ich oftmals auch in einen meiner Seitentaschen von den Resport Wildcat. Und dann mache ich hier Gewürze rein, Öl rein, Fleisch rein, Gemüse, je nachdem alles, damit es schön voll ist und ja, kein Stauraum verloren geht. Also, eigentlich gibt es hierzu nichts weiter zu sagen, wird schon oft genug vorgestellt. Falls sich der interessiert, schau einfach mal in die Infobox unten und dort habe ich sämtliche Artikel als Amazon-Affiliaten-Link verpackt. Ich kriege da eine kleine Provision, aber für dich kostet es kein Cent mehr. Und ja, wirklich ein toller Topf, wie du siehst, auch schon oft gebraucht. Legen wir das mal beiseite. Und zwar habe ich hier einmal ein kleines Kochset von GSI, wie auch immer, und relativ viel Zeug von Optimus. Dann packen wir das einfach mal aus. Dieser Netzbeutel, den bekommst du, wenn du von GSI das kleine Kochset bestellst. Kostet ungefähr, glaube ich, 35, 40 Euro. Ist aus Aluminium und nun kriege ich ihn nicht richtig aufgezwirbelt hier. So. Und da ist wirklich alles andere drin, was ich brauche. Also einmal solche Standfüße für die Gaskartusche, weil ich koche am liebsten ehrlich gesagt mit Gas oder mit Spiritus. Ja, kannst du super überall hinstellen. Was noch sehr cool wäre, wenn man hier diese Füßchen durch ein Scharnier auch nochmal variieren könnte. Weil hier steht es jetzt ein bisschen schräg, dass wenn man den einen Fuß hier einfach so ein bisschen ankippen würde, dass es wieder gerade steht. Das wäre noch eine ganz coole Sache, habe ich bis jetzt so noch nicht gefunden. Falls dir das System aber bekannt sein sollte, dass es doch geht, dann schreib mir das doch gerne mal in die Infobox, beziehungsweise in die Kommentare. So, und das kannst du dann alles so ganz einfach einrasten. Feuerzeug ist immer dabei, ansonsten auch noch ein Sturmfeuerzeug. Und was hier ganz cool ist, dass der Windschutz einmal rumpasst hier um diesen Behälter, ist auch von Optimus der Windschutz, und dann habe ich alles andere hier drin. Insgesamt passen hier, muss ich mal kurz nachlesen, 1 Liter passt rein, ein bisschen mehr als 1 Liter würde reinpassen. Ihr habt hier an der Seite auch eine Skala, wo ihr ablesen könnt, aber auch innen drin ist hier nochmal eine Skala verbaut, damit ihr wirklich super ablesen könnt, wie viel Wasser ihr jetzt gerade drin habt. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir oben rechts. Und hier ist dann die Gaskartusche und unter der Gaskartusche habe ich den Optimus Cooks. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Einfach auch mal oben rechts ins Bild gucken. Ich verlinke das mal einfach. Und der Optimus Cooks, wie du schon gesehen hast, kannst du super transportieren. Ist wirklich schön klein, leicht und passt, wie gesagt, hier unten einfach in diese Tasche rein. Und dann hast du da auch keinen verschenkten Stauraum. Ansonsten hatte ich hier öfter mal so kleine Gewürzbeutelchen oder Tee oder Zucker oder sowas. Und das alles zusammen ist eigentlich für mich die perfekte Lösung. Ist jetzt nicht die leichteste Lösung. Es gibt da sicherlich viel, viel leichtere Sachen, aber auch teurere Sachen. Und
Mir reicht das vollkommen. Ich habe es jetzt mittlerweile schon gute 4 Jahre. Oder dieses Set habe ich jetzt ungefähr 2 Jahre im Gebrauch und wirklich top. Ihr steckt hier diesen Windschutz einfach hier, ist ein kleines Loch, das könnt ihr auch noch so ein bisschen zurechtbiegen. Steckt ihr einfach hier einmal rüber und schon habt ihr alles gesichert. Das Coole an dem GSI-Behälter ist jetzt auch, dass der trotzdem super reinpasst und raufpasst, da wackelt nichts, da ist wirklich alles bombenfest. Und je nachdem, wenn der Wind sich schnell drehen sollte, könnt ihr den Windschutz dann auch relativ schnell drehen. Was natürlich noch ein bisschen cool gewesen wäre, wenn hier so eine kleine Ausspatung gewesen wäre, dass man auch noch so ein bisschen weiter über den Drehmechanismus der Gaskartusche hätte drehen können, aber stört mich nicht, ansonsten drehe ich einfach schnell mal die ganze Gaskartusche. Also das passt alles super rauf, klappt wunderbar, 1 Liter passt hier rein. Was jetzt natürlich so ein bisschen nervig ist, wenn ihr jetzt mit dem großen Topf was kochen möchtet, dann steht alles sehr, sehr instabil drauf und dann müsste man den Windschutz wieder abmachen, beziehungsweise oftmals, wenn ich den großen Topf nutze, nutze ich oftmals dann doch eher lieber die Bushbox XL in Titan-Version von Bushcraft Essentials. Meine Güte, heute ist der Boden drin. Habe ich dann auf größeren Touren oftmals auch dabei. Hatten wir in Schweden dabei oder auf einem anderen Mehrtagestour, da passt es einfach ein bisschen besser drauf. Ist ein bisschen sicherer. Ansonsten notfalls einfach hier den Windschutz wieder ganz leicht abmachen und dann passt auch der Topf wunderbar drauf. Wenn ich zum Beispiel nur alleine unterwegs bin und ich mache mir hier was drin, dann habe ich oftmals auch sonst das ganz altbekannte Trangia-Geschirr dabei, jetzt auch nichts Unbekanntes. Und auch hier würde dann eine ganz kleine Gaskartusche gerade so reinpassen mit dem Brenner dazu. Kommt dann einfach auch der Deckel drauf, fixiere ich dann nochmal mit Gummis. Hält auch alles wunderbar. Ansonsten mache ich hier auch nochmal Gewürze, sonst was, alles Mögliche rein. Das ist ja eigentlich schon das Kochgeschirr und als optionales Zubehör halt nochmal sonst die altbekannte Tasse. Entweder zum Schöpfen oder auch draus essen. Emaillebecher ist auch bekannt. Und was ich sonst noch ganz gerne dabei habe, neuerdings ist so eine kleine Pouch, aber dazu kommt bald ein extra Video raus. Da stelle ich dir 2x solche Pouch vor und was ich da alles so drin habe. Wirklich sehr gute Sachen von Decathlon ist die Pouch. Ist ungefähr 12, 13 Euro. Könnt ihr hinten auch am Rucksack oder an der Hose, wo auch immer, am Gürtel leicht befestigen. Klappt wunderbar alles. Also gute Pouch. Wer es lieber ein bisschen günstiger hat, im Vergleich zu anderen bekannten Markenherstellern, ist da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das mit dem Dreibein funktioniert. Eigentlich auch eine ganz einfache Sache. Also ich mache es immer so, ich lasse es erst so ein bisschen auseinander, klemme dann in der obersten Kategorie ein, drehe ihn einmal rum, drehe den anderen rum und dann sitzt es fest, weil oftmals hatte ich schon das Problem, wenn ich verschiedene Gaskartuschen benutze, dass ich das jetzt, hier ist es kein Problem, auch so einzuhaken, auszuhaken. Aber ich hatte schon mal von Primus, glaube ich, eine Gaskartusche genommen. Da war das nicht so leicht. Die war unten so ein bisschen dicker und da konnte man die nicht so einfach rausholen. Und deswegen muss man bei einigen Gaskartuschen nicht gleich den Geist aufgeben, sondern einfach einmal einhaken, rumdrehen, nochmal rumdrehen und dann sitzt die andere Gaskartusche auch bombenfest. Falls ihr kleinere Gaskartuschen habt, habt ihr hier die Möglichkeit, auf 3 Stufen nochmal zu wählen. Falls dir das Video gefallen hat hier zum Thema Ausrüstungsgegenstände, Kochen, Kochutensilien, dann lass doch gerne ein Like da und über einen Kommentar von dir würde ich mich auch freuen. Was hast du denn zum Beispiel für Ausrüstungsgegenstände, wenn es ums Thema Kochen geht? Schreib mir das doch mal einfach unten in die Kommentare. Und falls du neu bist hier auf diesem Kanal, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt und einfach mal bei mir in der Playlist schaust. Da sind ganz viele unterschiedliche von Thema Kanutour, Mehrtagestouren, Schweden, sämtliche Videos. Produktvideos, ganz, ganz viele. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Gucken. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, bleib gesund und neugierig. Tschüss, euer Torwart.